Du bist immer wieder auf der Suche nach originellen, kreativen Geschenkverpackungen, die man einfach und schnell selber machen kann und die bestimmt gut ankommen? Dann habe ich etwas für dich. Ich zeige dir, wie du diese Tütchen ganz einfach selber machen kannst und der oder die Beschenkte sie elegant aufreißen kann. Willkommen bei der Lifehackerin. Auch kleine Geschenke verdienen es, schön eingepackt zu werden. Eine Möglichkeit sind solche einfach gemachten Dreiecke, die mich so an Zuckertütchen erinnern. Dazu brauchen wir nur Papier, Kleber und die Schere. Ich nehme mir ein stinknormales Stück Papier von einem Schreibblock, falte es in der Mitte und reiße es auseinander. Dann falte ich die Stücke nochmals in der Mitte und reiße sie abermals entzwei. Du kannst dazu beliebiges Papier verwenden, es sollte lediglich nicht zu dick sein. Aus einem A4-Papier erhalte ich so also vier gleich große Stücke. Mit jedem kann ich nun eine Geschenkverpackung in dieser Größe basteln. Unten gebe ich auf der ganzen Länge etwas Kleber drauf, wie auch auf einer Seite. Nun lege ich zuerst die Seite ohne Kleber zur Mitte. Anschließend die andere Seite mit Kleber überlappend darüber. So klebt es sowohl hier in der Mitte zusammen, wie auch unten und wir haben bereits ein kleines Tütchen. Nun kommt in die Mitte das Geschenk. Bei mir ist das jetzt eine Schokoladenkugel, es könnte aber auch etwas anderes Süßes sein oder ein zusammengefaltetes Briefchen. Aus Platzgründen muss es einfach etwas Kleines sein. Zum Verschließen geben wir nun rundherum an die Innenseite der Öffnung etwas Kleber. Statt es nun aber so flach zu verschließen, drehen wir das Ganze um 90 Grad und verschließen es so. Wenn die eine Seite also waagrecht zum Tisch ist, ist die andere senkrecht. Wir können den Kleber auch von Anfang an auf alle drei Seiten anbringen, also unten auf einer Seite, zusätzlich oben. Dann wiederum zusammenfalten, nun aber darauf achten, dass es oben nicht zusammenklebt. Das Geschenk rein und oben verschließen. Das Auftragen des Klebers ist so definitiv einfacher, dafür ist das Zusammenfalten etwas schwieriger, weil es oben zuerst nicht zusammenkleben darf. Als Abschluss schneiden wir mit einer Schere kleine Dreiecke aus den geklebten Rändern. Das sieht nicht nur toll aus, sondern hilft danach, das Geschenk einfach aufreißen zu können. Falls du eine Zickzackschere hast, kannst du dazu natürlich auch diese verwenden. Wenn du möchtest, kannst du noch Deko anbringen oder etwas aufmalen und dein originelles Geschenk ist bereit zum Verschenken. Du kannst das Papier selbstverständlich auch nochmals halbieren und ein kleineres Tütchen daraus machen. Oder du halbierst das A4-Papier nur einmal und machst eine größere Geschenkverpackung. Du kannst dazu auch farbiges Papier oder Geschenkpapier verwenden. Das Prinzip ist immer das gleiche. Mitte und Unterseite zusammenkleben, Geschenk rein, Öffnung um 90 Grad gedreht verschließen. Der oder die Beschenkte kann dank den Zacken das Geschenk nun eben ganz einfach aufreißen. Daher passt meiner Meinung nach der Zuckertütchenvergleich eben ganz gut. Weitere Geschenktipps und Tricks haben wir für dich in dieser Playlist zusammengestellt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!